Hallo Leute und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. Weiter geht's. Wir starten da, wo wir aufgehört haben, und nun geht's los, Leute. Bis hier bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Agrigia ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. So, kleine Rückblende und nun geht's weiter. Erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Grigia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Weil sicherlich viel Freude auf uns warten wird. Maschinenraum. Wo müssen wir denn hier hin? Erstmal raus hier. Raymond! Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. Eisen. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Okay. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Ich erreiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt! Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Im Gang im ersten Stock. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Casino. Mal sehen, wo uns das Ganze hinführt.
Fische, ich wollte sagen. Pistole, mehr Munition. Oh nee, das war jetzt doof. Nichts unentdeckt lassen. Genau. Notstrom und ich stelle das Casino nicht wieder ein. Das ist ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Was? Wie lässt sie sich wohl öffnen? Okay, verstanden. Münzen platzieren, so. Wie komme ich jetzt an die Münzen da drin? Hier entdeckt man ein Sicherheitssystem im VIP-Raum. Okay. Ja, hau mal drauf. Ja, ist gut. Endlich ist es etwas ruhiger. Ach nee, was mach ich denn hier? Jill, da, ich sehe da was. Ist nicht offen. Wo sieht er denn? Eine Münze? Was siehst du denn? Ah! Guck mir doch. Münze aufgehoben.